Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Letzter Versuch. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich war jetzt am Sleepen für den Rest meines Lebens und jetzt haben wir dieses magische verendete Sumpfkraut, das ist jetzt fertig gewachsen. Und ich nehme einfach alles mit, ne? Let's go. Oh, hier ist auch ein Heilkraut, das nehme ich mir auch mit. Okay, jetzt können wir das ihm zurückbringen. Aber wir haben ja noch seltener Gegenstand für Bricks, die Torwache von den Lager, solche Funktionen zu abzuschaffen, das Sammelträger und das Auge beschaffen. Am besten ist es, wenn ich mal heraus solche Sachen auskennt. Vielleicht ein Dieb oder ein Magier. Okay. Ich würde vorschlagen, wir düsen mal erstmal zum freien Lager und fragen da diesen Elven, heißt der, glaube ich, danach. Der würde sich damit wahrscheinlich auskennen. Also, let's go. Ich habe sonst noch ein bisschen deftiges Fleisch-Ragout-Zeug gemacht für uns. So viel es halt ging. Ich hätte gern zum freien Lager. So, Jungens. Ich muss ja auch noch eine Axt hier finden, habe ich gehört, ne? Aber wir gucken erstmal und reden mit den Jungs hier. Hast du noch was zu Hey. sagen? Nö. Bruder Säufer, der Johannes. Wie gefällt's dir hier? Tolles Lager. Ich fühle mich wie zu Hause. Ja, aber wo ist denn mein Boy? Ha. Ich brauche Informationen über... Slagavka, Flintstruck. Nö, gar nichts. Hat irgendwas Neues für mich? Zeig mir deine Ware. Coole Klosterbier, Leute. Nee, da hat nichts Interessantes für mich. Hast du noch was zu sagen? Zeig mir deine Ware. Schau dich ruhig um. Schau dich ruhig um. Leichter Säbel ist auf jeden Fall auch geil. Kriegssense, übel nice. Kann ich aber leider nicht tragen, aber die ist richtig cool. Morgenstern. Ja, die Bolzen, ne? Aber ich glaube, ich habe noch genug. Dietriche nehme ich mir auf jeden Fall mit. Kämpfergürtel, ne? Blöde Eichenhaut. Ach, nicht so geil. Nee, lass mal. Lass mal, Bruder. Ja, vielleicht doch mit dem Magier. Vielleicht können wir ja doch mit dem einen Boy reden. Wenn der Dieb nicht hier ist. Ich habe leider auch vergessen, wie der heißt. Das ist das Problem. Der uns halt auch damals begleitet hat, ne? Ja, okay. Gehen wir mal zu den Magiern. Ist vielleicht vernünftiger. So. Da rede ich mal mit hier den einen Kerl. Der Baba Magier, der unten im Keller rumschimmelt. Mit dem rede ich mal. Hat der Kerl vielleicht auch noch etwas Neues für uns? Ich weiß gar nicht, ob wir schon gehandelt haben in diesem Kapitel mit ihm. Oh, guck mal. Ich bin auf der Suche nach Dragiers Auge. Du weißt nicht zufällig etwas davon? Das Auge von Dragier suchst du? Ich bin da ehrlich gesagt etwas überfragt. Mit diesem Gegenstand habe ich mich nie wirklich beschäftigt. Ich wüsste auch nicht, dass es jemanden hier gäbe, dessen Spezialgebiet sich auf solche Art von Gegenständen bezieht. Meistens sind es ja nur irgendwelche Fantasien, die jemand einmal zu Pergament gebracht hat. Verstehe. Du kannst doch in die inneren Räume hinein. Dann würde ich an deiner Stelle noch einmal Karador um Rat bitten. Das war mein eigentlicher Plan. Aber... Zeig mir deine Wa eigentlich hat... Lass mal gucken, was er noch so hat. Gegengift, der wird so Karls im Bauernhof, man kennt's. Ja, ich glaube, von dem Zeug will ich aber alles nichts. Möge Adan... Möge Adanus dich beschützen, Bruder. Ja, danke. Das ist aber nett von dir. So, von dem Magier hier hat anscheinend keiner wirklich eine Ahnung. Das ist stressig.
Obwohl, du bist doch eigentlich auch wichtig, oder? Ich bin auf der Suche nach Dragiers Auge. Du weißt nicht zufällig etwas davon? Das Auge von Dragier suchst du? Ich bin da ehrlich gesagt etwas überfragt. Ich wüsste auch nicht, dass es jemanden hier gäbe, dessen Spezialgebiet sich auf solche Art von Gegenständen bezieht. Meistens sind es ja nur irgendwelche... Verstehe. Das ist ja genau das gleiche, was der andere uns gesagt hat. Ja, okay, ich merke schon. Ich gehe einfach zu Karador und frage ihn mal. Der Gärtner, den wir natürlich verdächtigt haben damals, war stark. So. Dann untersuchen wir das mal hier. Hör mal. Ich bin auf der Suche nach einem Gegenstand aus einer Legende. Man hat mir empfohlen, die Ordensmitglieder zu fragen. Doch bis jetzt schien irgendwie jeder überfragt. Deshalb suche ich dich auf, Karador. Um welchen Gegenstand geht es genau? Dragias Auge. Es wird Dragier zugeschrieben. Ich weiß, wovon du redest. Die Legende ist mir wohl vertraut. Allerdings muss auch ich dich enttäuschen. Dragias Auge ist zwar wertvoll, aber nicht sonderlich interessant, was dessen Magie anbelangt. Wir beschäftigen uns nicht mit solch belanglosen Dingen. Du wirst jemanden aufsuchen müssen, der sich mit der Geschichte speziell beschäftigt. An wen hast du da gedacht? An keine bestimmte Person, aber an einen Historiker. In der Stadt wirst du sicherlich fündig. Ich danke dir. Oh, ich lass rein. Bevor du gehst. Du hast einen äußerst wichtigen Auftrag von mir erhalten und dann kommst du zu mir, um über einen belanglosen Gegenstand den Aufenthaltsort zu erfahren. Da frage ich mich, was das zu bedeuten hat. Mache dir keine Sorgen, Karador. Die Dinge liegen näher beieinander, als es scheint. Ich habe alle Seiten des Teleportwürfels aufgeladen. Damit kann ich jetzt zu 6 Orten auf der ganzen Insel teleportieren. Das sind gute Nachrichten. Das Artefakt wird dir bei deinen Aufgaben gute Dienste leisten. Hier hast du eine kleine Belohnung. Danke, Digga. Was ist das denn für ein Trank? Oh! Lecker Schlecker. Karo, du verwöhnst mich. Ja gut, okay. Dann düsen wir jetzt zurück in die Stadt. Dann können wir uns eigentlich auch unsere Soldatenrüstung anziehen. Das gehört ja auch dazu, ne? So, los geht's. Ich würde aber gerne nochmal hier ein bisschen gucken. Weil wir gerade das Geld haben, vielleicht können wir ja noch irgendwas kaufen. Vielleicht hat er ja noch irgendwas richtig krasses. Hatte leider nicht. Schlafzauber, Vergessenszauber. Boah, weiß ich nicht, ob ich das Zeug hier brauche, was der da hat. Schattenläufer, wir sind inzwischen stärker als einer, würde ich sogar sagen. Das Einzige, was noch nützlich wäre, wäre eine Verwandlungsrolle in, in eine Drachensnapper, genau. So, hör mal, hast du noch was zu sagen für mich? Ich möchte meinen Sold abholen. Dann wollen wir doch mal sehen, wie viel du bekommst. Oder so. Geil. Besorg mir mehr Männer. Ja, Junge, woher? Wo soll ich noch mehr Männer holen? Ich bin auf der Suche nach dem legendären Amulett Dragiers Auge. Du weißt nicht zufällig, wo es zu finden ist? Ein Krieger, der an Dragiers Auge interessiert ist? Ich muss dich enttäuschen, aber schlage dir das Amulett aus dem Kopf. Niemand weiß, wo es ist. Und wenn, dann wirst du es dir sicherlich nicht leisten können. Boah, Junge. Zumal ich doch bezweifle, dass die magischen Eigenschaften, die es angeblich haben soll, tatsächlich real sind. Das ist doch nur träumerisches Soldatengeschwätz. Ob du gut kämpfst, entscheidest du und nicht ein Stück Blech mit einem wertvollen Stein in der Mitte. Ja, okay, okay. Ich habe verstanden, was du mir sagen willst. Weißt du, wer es wissen könnte? Nein. Frag doch mal die Leute im Kloster. Die wissen doch alles über magische Gegenstände. Ja, okay. Danke. Danke für gar nichts, Alter. Was hast du anzubieten? Bolzen. Juckt nicht, ne? Ja, ich nehme mir die Dietrich hier, aber sonst brauche ich da nichts von. Geht es dir gut?
Was ist passiert? Wer bin ich? Wo bin ich? Digga, was? Ist das eine philosophische Frage? Bitte, gib mir einen Heiltrank. Mein Schädel. Hier hast du einen Heiltrank. Das tut gut. Ich danke dir vielmals. Fisch, frischer Fisch. Bruder, ich glaube, wir sind hier nicht richtig so. Ich glaube, der Dialog ist irgendwo anders eigentlich. Was ist passiert? Ich lief hier gerade nichts an, den Weg entlang und traf zufällig Farin, einen Erzhändler aus dem freien Lager. Wir unterhielten uns, als plötzlich aus dem Dickicht zwei finstere Gestalten auftauchten und uns unvermittelt niederschlugen. Sie verschleppten Farin und ließen mich hier liegen. Oder gar Geräusche. Wärst du nicht hier vorbeigekommen, wäre ich vermutlich verreckt. Ich glaube nicht, Bruder. Ah, man schickte mich, um Farin zu suchen. Weißt du, wohin die Feiglinge gegangen sind? So genau kann ich das nicht sagen. Ich weiß nur noch, dass sie hier Fisch, in den Büschen verschwunden sind und dann den Abhang entlang Fisch. Nach rechts gelaufen sind. Dann wurde mir auch schon voll ins Schwarz vor Augen und ich verlor das Bewusstsein. Du Am willst Morgen diese Mistkerle finden? Köstlich, viel Glück dabei. Wo sonst. Ich bin dir in meiner momentanen Verfassung da sicherlich keine Hilfe. Ob ganz okay, die Quest ist auf jeden Fall verbuggt. Das ist okay, was passiert? Hast du vielleicht noch etwas? Sie mögen Zeig mir deine Bücher. Oder gar geräuchert. Zeig mir deine Bücher. Problem. Hat er noch irgendwas Interessantes? Geheimnisse, Gifte, Götterkrieg. Kommt Leute, schlag zu. Steuerrecht, Alter. Kein Bock. Besen. Nee, nichts Interessantes. Fisch. Kommt und betrachtet meinen Fisch. Hat der noch was? Willst du Aber gern? Aber gern. Wasserfisch. Köstlich wie nirgendwo sonst. Trank, ui. Roter Rubin, der ist hübsch. Ja, juckt aber eigentlich sonst auch gar nichts hier. Die hatte Waffen, oder? Vielleicht hat sie irgendwas richtig Geiles für mich. Ich würde mir immer wieder gehen. Sturmbringer habe ich schon. Schlachtachs auch geil, aber ich glaube, ich habe nicht genug Stärke. Ich weiß gar nicht, wie viel Stärke ich gerade habe. Wir können ja mal gleich gucken. Runenmacht haben wir auch noch. Wie viel Stärke habe ich eigentlich, Mann? 102. Ich will immer wieder kehren. Oh, das klappt gerade so nicht mit Runenmacht. Schade. Ja, dann ist das so. Die Doppelachse ist natürlich auch cool, aber ist auch eine Einhandwaffe leider. Ey, das interessiert mich alles nicht so sehr. Nee. Raccoon-Gürtel ist schön und gut, aber lass mal nicht machen. Zweihand, das level ich aber auf jeden Fall nochmal auf. Achso, dann muss ich ja da lang. Das heißt, wir gehen nochmal in die Kaserne rein, level nochmal ein bisschen Zweihand. Ich glaube, das geht nur bis 50, deswegen muss ich meine Waffe ablegen, weil die gibt uns ja nochmal einen Boost. Und dann, schauen wir mal weiter, was da so abgeht. Obwohl, nee, ich kann auf jeden Fall auch so einfach noch 5 lernen, ne? Ach nee, kann ich gar nicht, scheiße. Geht ja nur bis 50 da. Ja, gucken wir einfach mal. Wie viel wir da noch lernen können. Weil Zweihand Meister wäre auf jeden Fall super. Was soll ich nehmen? Ja, ich zieh die Waffe mal da aus. Gibt uns ja nochmal 5, ne? So. Danach können wir Armbrust lernen, aber ich glaube, Stärke wäre mir lieber sogar. So. Feuer! Feuer, so. Halt! Geilo. Stimmt alles, ne? Schützen! Nee, wir haben nur einen Für Punkt einmal gelernt. Toll. Ein Schuss auf die Zielscheibe. Ausgangsstellung, Kontaktstellung, so, Schießstellung stehen da. Frei. Vorbereitung. So. Bereit? So viel es geht. Okay, mehr können wir hier nicht lernen. Feuer! Feuer, halt! Haben noch 2 Lernpunkte, 50. Das passt. Haben jetzt 55. Schützen! Für einmal ein Schuss wir auf die Zielscheibe. Wir können noch mal schauen, was der hinter hier hat. Kontaktstellung. Schießstellung stehen frei. Vorbereitung. Zeig mir deine Ware. Bereit? Schwerer Kriegshammer, let's go, Alter. Es juckt eigentlich alles nicht so sehr, ne? Das sind alles Einhandwaffen. Stabkeule, was wär's jetzt? Naja.
Echte Zweihänder, den habe ich schon ein bisschen geliebäugelt, aber unser Stab ist halt genauso stark, deswegen ist er nicht so gut, wenn wir den bekommen, denke ich. Ja. Sonst hat er nicht so geiles Zeugs, egal. Hat eigentlich mein Hauptmann Senpai, Sensei Senpai noch irgendwas zu sagen? Das weiß ich halt nicht. Da können wir noch mal gucken, ob er noch was will oder kann. Nö, okay. Na dann, der gute Leopold, der ist kein Feuer. Historiker, ne? Feuer, halt! Es gab aber einen Historiker auf jeden Fall irgendwo im oberen Viertel. Ich glaube, den müssen wir finden. Schützen! Das wird unser Für Plan einmal sein. Ein Schuss auf die Zielscheibe. Ja, Ausgangsstellung. Ja, Schützen. Kontaktstellung. Schießt da mal ein bisschen rum. Stehen frei. Okay. Vorbereitung. Warte mal. Sagen? Bereit? Hallo, wer bist du? Ich glaube nicht, dass dich das interessiert. Geh und mach etwas Sinnvolles. Warte mal. Du Arsch, Alter. Hallo, wer bist du? Ich glaube... Oh, ist ja gut. Übel, der Ekliger. Ja, okay. Suchen wir jetzt einen Historiker. Ich habe ihn, glaube ich, in dieser Bibliothek gesehen oder im Rathaus oder so. Wir finden den auf jeden Fall. Irgendwann Bestimmt. Irgendwann muss der Schiffsverkehr wieder laufen, Leute. Der hat auch nichts zu sagen, oder? Der ist einfach nur Kacke. Hast du etwas anzubieten? Ich habe nur die edelsten Sachen. Ja. Solange du so ein armer Schluck... Ja, ist okay. Leck mich doch. Wir müssen erst ein Adliger sein. Hast du noch was zu sagen? Nö. Er wollte doch irgendwie eine Quest machen hier oder so, ne? Ah, egal. Wichtig ist nur, dass wir diesen Historiker finden. Ich glaube, der kann auch Geschichtenerzähler genannt worden sein oder so. Hast du was zu sagen? Irgendwas Neues? Momentan nicht. Ja, spannend. Oh, mein Geschenk. Geil, Level Up. Mit dem lockeren Geldbeutel. Ich freue mich, dich zu sehen. Sag bloß, das Gold ist schon da. Du hast es erraten. Hier, dein Gold. Wenn wir schon von Gold reden. Ich habe da wieder ein kleines Anliegen an dich. Sag bloß, der Typ will schon wieder was bestellen. Wie viel Gold hat dieser Snob denn? Eine Menge. Er will unter anderem Trollfälle und Trollläuse haben. Zudem auch noch das höchst seltene Feuerloker-Gift. Auf jeden Fall hat er jetzt eine richtig große Menge bestellt. So viel sogar, dass ich dafür eine extra große Karawane erneuern muss. Da sind sogar ein paar wirklich exklusive Sachen dabei. Es scheint sich ja zu lohnen. Wie viel brauchst du? Dieses Mal ist die Sache etwas heikler als vorher. Ich habe zwar einen anderen Investor gefunden, der 1000 Roperien zusteuert. Doch reicht es nicht zur Deckung der Einkaufskosten. Er hat außerdem noch nach optionalen, zusätzlichen Waren gefragt. Doch wenn ich nicht genügend Roperi habe, um sie einzukaufen, entgeht uns ein riesiger Haufen an klimpernden, laivanischen Münzen. Da die Nachfrage so hoch ist, brauche ich natürlich auch viel mehr Gold. Ich brauche mindestens 1500 Roperi, um die minimale Bestellung zu decken. Und wie viel würde es mich kosten, wenn wir ihm die volle Lieferung schicken wollen? Ich sehe, du hast den Riecher raus. 1000 Roperi. Der andere Investor wollte sich noch bis morgen überlegen, ob er nicht doch die 1000 Roperi beisteuert. Doch du kannst schneller sein. Du wirst es nicht bereuen. Bei diesem Handel beträgt dein Gewinn 40% der investierten Roperi. Wir werden mit diesem Auftrag stinkreich. Okay, gönn, Bruder. Mann, du blutest mich echt aus. Aber na gut, hier ist dein Gold. Wunderbar. Keine Sorge, mein Freund. Nach dem Geschäft können wir uns beide zur Ruhe setzen. Bestimmt. Ich wette darauf. Jetzt hat er uns so verarscht, das geht sowieso nie wieder. Hey. Bist du Historiker? Ah. Weißt du etwas über Dragiers Auge? Noch nie davon gehört. Klingt mir aber nach einer Legende. Bestimmt weiß der Geschichtsschreiber mehr darüber. Auch wenn ich das nur ungern zugebe. Der war oben, ne? Ich geh mal nach oben. Da hängt er ja meistens rum. In seinem kleinen Kämmerchen. Hör mal, Junge. Hey. Ich bin auf der Suche nach dem Amulett Dragiers Auge. Weißt du zufällig etwas darüber? Dragis Auge? Nein, davon weiß ich nicht viel. Was weißt du denn?
Ach, nichts von Belang. Angeblich soll sein Besitzer sehr darauf bedacht sein, dass niemand davon erfährt. Warum willst du es also wissen? Ich habe einen Interessenten, der es kaufen möchte. Tja, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich soll aber erst wieder zu meinem Auftraggeber kommen, wenn ich zumindest weiß, wer es hat. Auch wenn diese Person es nicht verkaufen will, dann ist zumindest die Sucherei zu Ende. Jemand wie du, der so viel über die alten Geschichten weiß, wird doch sicherlich auch wissen, wer bis jetzt alles das Auge besessen hat. Ich habe dir bereits gesagt, dass ich nichts weiß. An dieser Tatsache wird sich so schnell auch nichts ändern. Kann ich mich in der Bibliothek umschauen? Tu, was du nicht lassen kannst. Sieh dich ruhig einmal um. Ich bin sogar sehr erfreut darüber, dass einmal jemand sich mit den Kostbarkeiten der Literatur beschäftigen möchte. Doch stell die Bücher bitte wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück. Das würde sonst wahres Chaos ergeben. Ja gut, ne? Gucken wir uns mal um, Leute. Was steht hier so? Tränke und permanente Wirkung. Gifte. Pfeilherstellung. Hatte ich nicht mal vielleicht sogar so ein Buch und habe es verkauft oder so? Scheiße. Oh, warte, da war noch ein Farbenbuch, oder? Ja. Lehre der Farben. Das ist wichtig. Ich guck mal in mein Inventar. Vielleicht habe ich so ein Buch ja schon mal gesehen oder gefunden. Über Dragoniers Auge. Zauber des Wassers. Rezept. Okay, nein. Marias Abschiedsbrief, Fleischbrühe, Zeit der Brief an Garus, Orkarte. Versiegel der Botschaft. Ein süßlicher Mandelgeruch steigt auf. Da ist jetzt scheiße gelaufen. Och nee, ich habe ewig nicht mehr gespeichert. Scheiße. Oh, fuck. Ja, jetzt problematisch an der Stelle. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, das war für heute für den Part. Ich spiele wieder hier hin und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Haut rein. Tschüss.